Nagobak und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Alex Hunter und der Eroberung der Premier League. Ja, letztes Mal ist mir ein Fauxpas passiert. Ich habe natürlich die Menümusik angelassen, aber dafür die Zuschauer ausgemacht. Jetzt muss man auch sagen, in Southampton war keine gute Stimmung. Ihr habt da nichts verpasst. Mal gucken, wie das YouTube findet. Das, ich hoffe, ich habe oft genug drüber gequatscht über die Musik. Dann klappt das auch. Und heute kümmern wir uns natürlich erstmal wieder um die Social Media. Denn der Sheriff, der Suleiman, hat geschrieben. So sieht das aus. Sunderland. 0:2. Super Ergebnis. Und Mr. Hunter wurde im Durchgang 2 eingewechselt. Ja, das wussten wir. 18 Minuten haben wir gespielt letztes Mal. 2:0 gewonnen. 11 Meter rausgeholt. Also mit unserem Querpass auf Bernard. Und der wurde dann gefoult. Das war eine gute Partie von uns, also eine durchschnittliche, am Rande von gut vielleicht. Das erste Mal über 7 mit der 7,1 und wir haben auch das erste Mal nur den Mr. Hunter gespielt. Unsere nächste Sache ist mal wieder Training und damit starten wir auch direkt rein ins Training. Hello, gentlemen. Let's train, yeah? Ja, hat er gesagt, ja, machen wir. Gar nicht geguckt, was wir machen. Was machen wir denn heute? Ich kann es überhaupt nicht da oben sehen. Trainerwertung steht da oben links im Grün. Kann ich das besser lesen? Also ich kann es hier noch nicht mal lesen. Freistoß, jawohl. Balance 79, Freistoß 63. Das geht jetzt ab mit den Freistößen. Ja, könnte sein, dass wir das mehrfach machen. Zack. Genau in die Mitte. Da sollte er hin. Ja, unten das Ding haben wir erwischt. Bisschen höher. Jawohl. Schön. Oben links. Ja, man kann ja auch. Neuerdings, der ist oben rechts, schön, exzellent. Wir haben es ja schon quasi geschafft, das könnten wir mal mit dem Außenriss probieren. Mit dem Außenriss hinkriegen. Mal gucken, wie der jetzt fliegt. Mit links hat er den gemacht dann. Aha, ich hab gedacht, der macht den mit dem Außenriss. Aber beidfüßig, der kann links und rechts, ja gut. Zack! Super Ding. Jetzt kommen wir nochmal auf die andere Seite. Ah, den hätte man ein bisschen besser machen können. Dann würde ich den jetzt mal mit links probieren. Oder bricht der es ab? Ne, wir dürfen den noch. Ne, wir dürfen den doch nicht mehr. Schade. Hat aber dicke gereicht, ne? 11.000? Ja, bestimmt irgendwer hat immer mehr. Also braucht ihr nicht drüber zu reden. Und wenn der Dennis aus dem Urlaub aus den USA kommt, dann sagt er, oh was, 11.000 nur? Ja. So, was müssen wir jetzt machen? Ich habe nicht drauf geguckt, kacke. Oh ja, das hat auf jeden Fall geklappt. Wieder frei auf der Harry. Mensch, Harry. Ja. Oh, schon wieder gehalten. Mann, oh Mann, ne? Der Keeper, Mann, oh Mann. Nee, so machen wir den nicht. Auch wieder. Och, der lässt den durch. Der kommt gut. Ah, hält aber auch. Freier Kopfball, jawohl. Da sind wir auch wieder bei Exzellent. Also die Trainingseinheiten gefallen mir ganz gut. Ja, direkt auf den. Dürfte zu kurz kommen, ja. Und der könnte was zu lang werden. Abgeblockt. Auch exzellent. 10.500. Gefällt mir. Fortsetzen. Thank you.
Ah, er sagt ja eh nichts mehr hier. Oh, AA. Reichsschuss 64, sauer. Weitschuss 59, da kann man ein bisschen mehr kommen. Effe 58, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Aber oben an der Trainerwertung hat sich nichts getan, würde ich sagen, ne? Wir hängen immer noch hinter der Startelf, knapp. Ich würde sagen, wir sind der erste Einwechselspieler. Maximal der zweite. Aber maximal. So, mehr Followers, weil wir ein super Training gemacht haben. Fans lieben unser Training. Abgöttisch. Was für eine Leistung. Achso, ja. Was ist denn das nächste Spiel? Start mal durch. 62.000 haben wir schon eingenommen. Wahnsinn. Schauen wir uns mal kurz die Tabelle an. Chelsea hat alle drei gewonnen, genauso wie Leicester und Tottenham. Liverpool mit 7 und wir mit 7. Das 0-0 gegen Liverpool, ne? Und Manchester nicht so gut gestartet, schon mit einer Niederlage. Man City schon mit einer Niederlage. Arsenal auch. Was haben wir denn unten drin? Okay, Watford. Und Middlesbrough, ja, die haben wir auch geschlagen. Middlesbrough. Na, da haben wir uns verklickert. Freies Training. Heute ist der Schwerpunkt freies Training. Können wir was aussuchen? It's a lovely day at the office, chaps. Let's get some work done. Hat er recht. Es regnet nicht. Ach, ja, das ist ja cool. Freies Training. Das ist echt cool. Das ist ja super. Dribbling, Parcours, Antritt haben wir eigentlich. Machen wir so einen mittleren eher, ne? Weiß nicht, ob wir das schon schaffen. Ballkontrolle, das wäre gar nicht so verkehrt. Aber der Antritt wird dann halt hochgehen. Das ist ganz gut, ey. Tempo, Sprintgeschwindigkeit könnte man hier im Mittel. Okay, das ist Dribbeln. Ich habe gedacht, der schlägt das vor. Passen brauchen wir nicht. Schuss. Stärke, Abschluss könnte man hier machen. Schussgenauigkeit. Da sind wir eigentlich ganz gut immer. Reitschüsse. Ja, wir sind nicht so der Kopfballspieler, brauchen wir nicht. Chancenverarbeitung, okay. Standards, haben wir Freistoß gerade erst gemacht. Elfmeter Lupfer, das kann ich ja gar nicht. Elfmeter. Oh, 63. Nee, wir machen Dribbling. Nicht gut, aber den Dribbelparcours machen wir. Aber wir können auch simulieren. Nee, wir machen die aber. Wir machen die mit. Und wir machen einmal Tempo-Dribbling. Ja? Ja, dann machen wir. Heute geben wir ein bisschen aufs Tempo. Dribbeln und Sprinten. Ich glaube, bei der Übung habe ich schon mal geflucht, oder? Bestimmt habe ich da schon mal geflucht. 3, 2, 1, ab die Post. Kurve. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, ich habe nur die Hütchen mitgenommen. Dann bin ich da. Nein! Hard work. Nein, steh auf, Junge. Ah, ja, das machen wir aber nochmal. Das ist echt gemein, diese Pappdinger. Wer stellt denn diese Pappdinger auch dahin? Die haben wir auch Zeit liegen lassen, eben. Jetzt geht's aber gerade schnurschnacks geradeaus durch. Hier geht's durch, ich habe Zeit gelassen eben. Nicht hängen bleiben an der Pappfigur. Jawohl, jetzt sind wir durch. Und wieder schön oben rechts. Super. Das gefällt doch eher. Dann machen wir vorsitzen, fortsetzen, fortsetzen, vorsetzen. Fortsetzen. Schuss am Ende, ja, Schuss am Ende. Start. Kennen wir den Parcours? Das ist immer ohne Ball, die sind doch immer schneller. Tempo raus, rum. Oh, das ist faul, klar, das war am Hütchen.
Wir haben auch den linken Fuß. Oh, da hält er den. B, Nehmer. Ist okay. Zack. Man kann ja nicht jede Übung exzellent abschließen. A und B. Eieiei, schade. Beschleunigung hat es gepackt. Da war es knapp davor. Ballkontrolle, Dribbling. Okay. Immer noch Auswechselspieler. Wir schaffen nicht. Herr Walker trainiert bestimmt viel besser als wir immer. Super, nochmal 5000. Jetzt müssen wir über 50.000 Fans haben. Gallo. Du musst einfach nur dranbleiben. Das Talent hast du. Dankeschön. Pinguin. Ein Kid auf dem Platz reicht. Schickt Hunter auf die Bank. Meine Wahl heißt Real Gas Walker. Er ist jetzt Michael, der alte Wrestler. Ich frage mich, ob der Trainer Mr. Alex Hunter diese Woche wohl eine Chance gibt. Ja. Gegen Everton geht es. Sunderland will den Heimfans heute so einiges bieten. Mal sehen, Sunderland heute mit dem Heimspiel, hier haben wir das Sagen. Ja, ich tippe drauf, dass wir vor der Bank kommen werden. 15. nur, hier starten wir auch. Erstmal suchen wir natürlich unseren Hunterman aus. Walker über links. Ja, okay. Aber sollten wir nicht nebeneinander spielen? War das nicht der Plan? Vom Coach. Walker ist ja klassischer Mittelstürmer. Er spielt jetzt auf links außen, auf unserer Position. Das finde ich aber nicht okay. In Sunderland ist es nämlich viel lauter. Boni wieder eine 7-0, okay, bring dich ein, er zieht ein Tor, fahr und den Erfolg ein, gewinne das Spiel. Okay, dieselben Bonis wie letztes Mal. Gab's irgendwas? Ich weiß gar nicht, muss ich mal drauf achten. Gab's jetzt irgendwas dazu? Bei den Bonis? Wir werden sehen. Van der Mill. Schön abgelegt. Oh, den muss er da hochspielen. Den muss er da hochspielen. Bieten uns an. Arm an den Ball. Spielen wir hinten rum. Jawohl. Walker. Oh, gute Grätsche. Der Lofou. Coleman, der alte Ire. McCarthy müsste auch ein Ire sein. Ja, Lukaku haben sie auch noch. Everton, warum stehen die denn unten drin? Everton über rechts jetzt. Lukaku immer noch. Bringt er den Ball rein? Er bringt den Ball rein. Gut abgefangen. Oh, es gibt den Freistoß unten. Und Gelb auch noch. Dann haben wir mal drauf geguckt, in welcher Minute wir eingewechselt worden sind. Ja, das kann man schon wieder nicht wegdrücken. Doch, kann man. Okay, wir stehen vorne. 65, ein bisschen früher. Kurzer. Doppelpass. Roman dribbelt wieder nach hinten. Jetzt muss er den hochspielen. Oh, zweimal lässt er da stehen. Das darf nicht passieren. Jetzt geht's ab. Oje, riskant. Was macht der Jones? Was machen die denn da hinten, die Vollpfosten? Ja, ich mit die Stürmer weiß nicht, ob ich mich da so wohl fühle. Die Jungs spielen aber nicht nach vorne. Nee.
Da kommen wir nicht durch. Schade. Hätten wir auch haben können. Ah, mach zu, Walker. Komm mal zu. Ah, hat im Training besser geklappt, ne? Der Zweikampf. Aber haben wir diese Woche auch nicht trainiert, Zweikampf. Dann haben wir wieder. Wir können mal ein bisschen Tempo machen beim 1-0. Dieses Scheiß hinten rein. Wir haben auch einen schnellen Stürmer. So, rüber. Kirchhoff. Jan Kirchhoff spielt hier. Kommt der? Der kommt. Jetzt haben wir den Ball. Schön rüber gespielt, Lance. Spielen wir rüber, jawohl. Ach, shit. Mensch, ja. Haben wir ihn zu spät gespielt. Ja. Oh, war aber knapp. Das war aber knapp. Bleib aus dem Abseits. Ja, danke. Ei, wir kommen. Der bin ich einfach schnurschnacks dran vorbeigelaufen. Schnurschnacks geradeaus. Als alter Mittelstürmer hier. Den haben wir. Kein Abseits. Jawohl, gut gespielt. Und da, was war das denn für ein Ding? Mensch, Mensch, Mensch. Haben wir auch wieder. Jawohl. Den Hammer. Den können wir mit links abziehen. Mann, zieh doch ab, Junge. Was ist da los? Ruf hier drückt. Bring die Flanke, komm. Haben wir den? Kommen wir nicht hin. Nochmal. Ah, da sind wir aber reingegangen. Haben wir den Schmerz gesucht. Jetzt müssen wir aufpassen hinten. Also die Jungs müssen aufpassen. Miralas. Mit der Flanke völlig frei. Oh, haben wir ja. Wahnsinn. Wir hätten das Ding gerade vergeben. Oh Gott, den muss er machen. Wie wir vorne unser Ding machen müssen. Bietet den, ja, der spielt den lang. Kopfball gewinnen wir, kommt am Mann an. Super. Bernhard. Walker, Hunter. Und dann muss er hoch. Rüber, andere Seite, ganz andere Seite, Jungs. Eieiei. Kriegen wir den auf Bernhard, jawohl. Schade. Da sind wir gut reingestartet. Der ist weg. 90. Ende. 1-0. Ungeschlagen. Wir bleiben ungeschlagen. Das war wieder eine gute Partie. Van Arnold hat getroffen. Arnold. Der 24. Hätte noch Hey Arnold. Aber ein bisschen anders geschrieben wäre. Football Schädel. Aber ein bisschen anderes Thema. 7-0. Hammer. Wow. Haben wir geschafft. Jeder Doppelboni. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass wir die 7-0 noch geschafft haben. Ich würde sagen, als Mittelstürmer bräuchten wir doch ein bisschen Kopfballspiel. Ne? Was sagt er? Oh, der Coach ist beeindruckt. Der Coach ist beeindruckt. Beeindruckende Übersicht bei deinen riesen Steilpässen. Yeah! Deine Pässe nach vorne sind exzellent. Gute Querpässe, schlicht aber präzise. Mit solchen harten, präzisen Kurzpässen fällt es uns leicht, den Ballbesitz zu verteidigen. Ja, das ist doch mal super. Ne? Kriegt man eigentlich auch also Negativwerte? Geschossen haben wir kein Mal. Wichtige Pässe 1, erfolgreich 12. Ja, das ist doch gut. Aber vielleicht haben wir doch unsere Position ein bisschen verpasst. Ne? Dass wir doch ZOM hätten sein sollen. Swansea unterliegt zu Hause Chelsea 1-2. Man City, Leicester 2-2. West Ham schlägt Watford. Damit bleibt Watford letzter. Tottenham gewinnt bei Stoke 2-0. Noch irgendwas Wichtiges oben. Arsenal Southampton 0-0. Und Man United schlägt Liverpool 1-0. Spielbelohnung gibt es?
Nein. Jetzt habe ich eben schon wieder nicht gesehen. Ah, ich habe nicht darauf geachtet. Ach, oh, 4,85 Millionen. 49.000 Followers. Attributezuwachs. Haben wir auch. Ist doch super. 64. Wie sind wir auf die 64 auf einmal gekommen? Macht nichts. Nehme ich. Und Skillpunkte. Gucken wir, ob wir den raushauen. Hm, hier wollten wir nicht. Stärke, zweite Luft. Wo waren wir mal? Zweite Luft. Gibt's das hier? Ballkontrolle. Brauchen wir eigentlich noch nicht zweite Luft. Spezialbewegung. Ich bin echt ein Spezialbewegungslegistheniker. Flanken, lange Pässe. Kurzpass. Ja, Kurzpass würde ich. Außenrisspass. Nee. Angeschnittener Schuss. Lange Schüsse. Elfmeter könnten wir, aber. Nee, muss nicht. Freistoßgenauigkeit fände ich ganz nice. Sprinttempo, zweite Luft. Also entweder Sprinttempo oder zweite Luft. Darauf sparen wir. Sparen wir. Und eine Trophäe. Social Media Star. Gerade ich, der richtig Lust immer auf Social Media hat. Ich bin genau der richtige Mann dafür, für Social Media Star. Super. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und lasst es knacken. Viel Spaß!